gleich, gleich zu. Er ist was der Rekord. Er ist Geschäft, lass mir eh raus. Baust der Lustschlüssel draus. Für dein Gespusi und die. Greif gleich zu, das haut hü. Schnacksel, Zement, Separati. Schöne Musi. Und das bei unserer sonntäglichen Immobilienauktion. Herzlich willkommen im Namen von Gear Estate Unlimited. Und wir machen jetzt aber Sonntagsimmobilien Aktionen, damit wir nachkommen und außerdem, dass wir auch Nachwuchsspekulantinnen wie Ihnen allen eine Chance geben. Weil solche Nachwuchskräfte wie Sie, die haben noch das Hungrige im Blick. Das sieh ich doch gleich. Als erstes kriegen Sie gleich mal einen Tipp von mir. Bei den Auktionen haben wir jetzt immer so eine schöne Musi. Weil eine Musi hebt die Bieterbereitschaft. Das heißt, da geht noch mehr hier. Und unter uns gesagt, so eine Musi wie die gehen ja her, auf gut Deutsch gesagt, für einen Apfel und ein Ei. Und das Ohr, das sparen wir uns. Musikus, da hast du deine Gage. Fangen du hast zwei Schuhe. Und der hat schön teilen, gell? Schön teilen. Ja. Zur Auktion steht heute ein ganz besonderes Objekt. Ich meine, es schaut jetzt ein bisschen der Haut aus. Aber hier entsteht eine Luxusimmobilie. Und zwar das neue Uhrmacher Palais. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, da war so ein kreisliches altes Heisel gestanden. Das ist aus Versehen zusammengekaut worden. Und jetzt müssen wir es wieder im Originalzustand aufbauen. Das ist also eine Idee von der rot-grünen Zwangsjustiz. Aber sie haben gesagt, es muss nur äußerlich so ausschauen wie das alte Uhrmacherhäusl. Inwendig können wir machen, was wir wollen. Da machen wir außen schön die Fassade. Mein Neffe macht das im Photoshop, gell? Machen wir so einen Digitaldruck. Und dahinter bauen wir lauter Tiny Apartments. Weil da kriegen wir auf der gleichen Quadratmeterzahl, wenn wir auch noch die Raumhöhe reduzieren, dreimal so viel Wohnraum raus. Das wird so ein richtiges Filetstückel, was heute zur Aktion steht. Jetzt brauche ich mir noch schnell mein Werkzeug, mein Aktionshammer. Ah ja, da kann ich Ihnen noch was zeigen. Das haben wir jetzt gekriegt. Das ist auch eine ganz schöne Immobilie, die reißen wir uns auch noch unter den Nagel. Da Deisenhofnerstraße 20, lauter alte Bücher und Sozialwohnungen sind da drin. Das kriegen wir auch noch. Da sind so Damen drin, die haben während der Pandemie zusperren müssen, haben sie uns solche wie Sackel genäht. Ist das nicht schön? Ja! Oh mein, wenn wir unsere neue Immobilie kaufen, hängen wir die Sackel hin. Dies ist mein Ort, dann wissen die Leute gleich Bescheid, der wir schön bestücken mit Mieterhöhungen und Räumungsklagen. Und wenn die Leute raus müssen, haben sie gleich ein Sackerle dabei. Also, meine Damen und Herren, wer bietet was für das schöne Filetstückel? 1 Euro! 2! 1 Euro habe ich da richtig.
Wissen Sie was? Die Kombination von ein und Euro, die kann ich gar nicht hören. Ganz Giersing ist so ein 1-Euro-Shop. Kulturtombola zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben. Kunst dafür 1 Euro kriegst einen ganzen Schriftsteller, an Friedrich Arni für 1 Euro. Da ist ja überhaupt keine Marge drin. Als Giersing-Konzerte 1 Euro Eintritt. Ja, wer zahlt denn das? Wir alle, die Steuerzahler. Also ich nicht, weil ich bin jetzt da in Monaco angemeldet. Aber die anderen halt. Also, da geht schon ein bisschen mehr wie 1 Euro. Eine Mark. Oh! 500.000! Naja! Wie bitte schon? Eine Million! Jetzt kommen wir langsam mit den 6 Nuller, da kommen wir jetzt schon mal in den Bereich. 1,2 Millionen! 2 Millionen, ja! Da geht aber schon noch ein bisschen. 500.000! Was? 2,5! Na, halbe Millionen geht jetzt nimmer! 3 Millionen bar. 3 Millionen? Was habe ich da noch gehört? 5 Millionen? 3,5. Was? Ja, 4 ist es. Okay, 4 Millionen. Ich wollte euch bloß noch sagen, das Heisel hat keine Tiefgarage. Noni. Das kommt daher, weil die Grünen, die wollen hier eine riesen Fußgängerzone aus dem Viertel machen. Da sparen wir uns die Tiefgarage. Und was machen wir stattdessen? Notunterkunft. Statt 3 Etagen Tiefgarage, 6 Etagen Notunterkunft. Was glaubt ihr, was ihr da dran verdienen könnt? Kann also, man das mit der Stadt abrechnen? Ja, das auch noch. Ah, dann 4 Millionen, aber ja. Die Grafie muss weg. 4 Millionen. Hier noch was? 5. 5 Millionen zum ersten Herrn. 6 Millionen. 6 Millionen zum ersten, 6 Millionen zum zweiten, 6 Millionen zum dritten. Das Objekt geht an den Herrn da mit der dreckigen Schürze. Wisst ihr, wer das ist? Das ist der Schmuserer von Jedermo. Der Jedermo, das ist so einer, der kauft sie alles zusammen. Der nimmt alles, was er kriegen kann. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit so einem geht, braucht es nur der Hose von. Bis dann.